Humorist, Kabarettist, Comedian. Das trifft alles zu auf Peter Flache aus dem vielsagenden Radeberger Biertheater. Schon mal jemand gefahren mit dem Heißluftballon? Also ich kann es euch nicht empfehlen. A, es ist sündhaft teuer und B, wenn Windstille ist, dann fährt ihr hoch und runter und das war's. Der exzellente Solokünstler ist gelernter Tischler und hat im zarten Alter von etwa 25 Jahren für sich die Leidenschaft Theater und Kabarett entdeckt. Alsbald einen Siegertitel beim Kleinkunstfestival eingeheimst. In Raunigs Lindenkrug in Gehren bei Luckau macht er nun seine Aufwartung. Vor einem kleinen, aber äußerst aufgeschlossenen Publikum. Ja, wir haben ein Weibchen hier, die kriegt einfach für sich das Gisela und den anderen Monitor. Sein feinsinniger Humor erreichte jeden und die Einbeziehung des Publikums erwies sich als probates Mittel, das Programm gelingen zu lassen. Das sind 24 kleine Gedichte bis zum Heiligabend und dann hat sich aber herausgestellt, dass es ein Renner würde und dann musste ich noch zwei, also noch ein Adventskalender schreiben und dann noch ein und jetzt ist also ein Vierter wieder in Arbeit. Das sind so kleine Gedichte, die man abreißen kann, dann jeden Tag hat man ein neues Lied, zum Beispiel das der Nikolaus, die 6, ne? Letztes Jahr, der Nikolaus war nicht besonders schön, ich stellte meine Stiefel raus und hab sie nie mehr gesehen. Das war so ein Gedicht. Hat jemand einen Vorschlag? Soll ich noch eine Nummer vorlesen? Hat jemand Lust? Ja, gerne. Welche Nummer? 13. 13. Eigentlich Quatsch, aber naja. Oh, wie schön sich's Kerzenlicht in der Glühweintasse bricht. Oh, holde Feierabendstunde, im Kaffee dreht noch eine Runde nach missglückten Rettversuchen, ein aufgeweichter Pfefferkuchen, die Beine auf dem Sofa liegen, das Räuchermäntel raucht verschwiegen, die Frau noch nach Geschenken rennt. Oh, herrliche Stille im Advent. Dass ein Hackepeterbrötchen zur Hymne mutieren kann, ist wohl auch nur einem begnadeten Humoristen zu verdanken. Mein Herz war wunden, doch damit ich vor Sehnsucht nicht ganz vergeht, hab ich ein Bild von dir im Portemonnaie. Oh, ein Schatzbordewitz. Du mein Trost in schweren Stunden, meine Schicksalsmelodie. Zusätzlich zu seinen solistischen Programmen ist Peter Flache auch mit weiteren Künstlern seiner Art als Radeberger Biertheater unterwegs. Es lässt sich erahnen, dass dort auch das Zwerchfell einigen Strapazen ausgesetzt ist. In köstlichem sächsischen Slang erlebte das erheiterte Publikum schließlich noch den musikalischen Peter Flache. Dann sitzt auf ihrem Rücken eine fette Katze rum, die wiegt 2 Zentner, das macht den Rücken krumm. Sie wohnte bis vor kurzem noch bei Luckau hier im Wald. Hier ist zwar dunkel, aber dafür bitter kalt. Sie fängt sich manchmal Kinder und Arbeiter im Geheg. So gibt's oft Jägerschnitzel und Holzfällersteg. Ein Abend, der sich lohnte, im Gehrener Gasthaus Raunig.